NDR 2 präsentiert. Frise 1 an alle. Hier spricht Oma Rosi. So, was war Thema? Ja, Markus, genannt Magu, aus Tieshope fragt, Oma Rosi, was hältst du von Smart Gardening? Hä? Smart? Ja, Stichwort Mähroboter, Gießsensoren, Water Drimming System, Vernetzung durch App und überhaupt, ne? Ja, ja, bloß nicht die Finger schmutzig machen. Ich brauch das alles nicht. Ich habe für sowas... Ja, mich? Nein. Hassan? Nein. Meinen grünen Daumen. Und Herrn Krüger. Weil wenn er gießt, gieß ich. Wenn er mäht, mähst du, Svenny. Und wenn er Hartriegel schneidet, schneide ich auch. Das ist intelligente Vernetzung. Oh mein Gott. Nee, also Spaß beiseite. Gartenarbeit heißt auch, dass man Schläuche zusammenstecken muss und nassen kriegt. Mhm. Dass man mit der Hacke in eine Beete geht und Pferdescheiße untergrubbt. Mhm. Dass einem der geschmissene Rasendünger bei Ostwind in die Fresse zurückweht. Dass man Rasenmäher auf den Rücken schmeißen muss, weil da eine Wäscheleine mit drin ist oder Blumendraht. Mhm. Dann läuft das Benzin aus. Dann muss das abends abfackeln, bevor das einzieht. Dann hättest du das Nachsehen. Das Nachsehen? Wieso? Nachsehen und anplätten. Das ist Gartenarbeit. Wenn du bin Ofenbrot, noch einen Motorboden und einen Fingernagel rutlutschen schaust, bevor du den Gorken und den Glas holen darfst. Bist du nur ein Plätznacken, bloß weil das um Garn geht? Sorry. Ja. Wer sich einen Garten anschafft, muss sich auch selbst drum kümmern. Sonst kannst du auch deine Kinder von der Nanny großziehen lassen. Hast kein Ärger, aber was soll die Scheiße dann? Oma, das kannst du doch so nicht sagen. Nein, Omi macht nur Spaß.